Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der Bundesvorstand der Partei Rechtsstaatliche Offensive hat den Parteigründer Schill als Landesvorsitzenden von Hamburg abgesetzt. Er war in diesem Amt erst vor einer Woche bestätigt worden. Der Bundesvorstand warf Schill nun vor, durch anhaltende Kritik an Mitgliedern des Hamburger Senats der Partei geschadet zu haben. Auf einer Sitzung in Berlin hatte Schill heute nicht verbindlich erklären wollen, dass er sich künftig mit Kritik zurückhalten wird. Von der Bundesspitze entmachtet, das Amt als Hamburger Parteivorsitzender schon nach einer Woche wieder verloren. Doch Ronald Schill sieht sich nicht als Verlierer. Ich habe den uneingeschränkten Rückhalt der Basis. 97% unserer Wähler fanden die Vorgehensweise, meine Vorgehensweise der letzten Woche in Ordnung und haben sie begrüßt. Und ich hätte mehr Solidarität des Vorstandes auch mit den Mitgliedern erwartet. Bundesvorsitzender Mario Mettbach hatte versucht, Schill zu einer schriftlichen Erklärung zu bewegen. Schill sollte zusichern, die Hamburger Regierungsmitglieder nicht weiter öffentlich zu beleidigen. 4 Stunden wurde hinter verschlossenen Türen gestritten. Schill zeigte keine Einsicht. Und so befand der Vorstand der Partei, Schills Populismus beschädigt die Regierungsarbeit in Hamburg. Für Parteichef Mettbach stellte sich die Frage, inwieweit wir auch als Regierung der Freien Hansestadt Hamburg noch handlungsfähig sind, wenn eine einzelne Person ständig bestimmt, wer wie was zu machen hat. Wir wollen Schill! Eigens angereiste Mitglieder der Schill-Fraktion aus Hamburg haben schon angekündigt, wenn Schill geht, gehen wir auch. Kommt es soweit, ist die Regierung aus Schill-Partei, CDU und FDP in Hamburg am Ende. Formal ohne Amt, doch Schill ist weiterhin mächtig. Wegen des Streits um den geplanten Verkauf der Hanauer Plutoniumanlage an China wollen sich nach einem Bericht der Bild am Sonntag Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer morgen zu einem Krisengespräch treffen. Dem Blatt zufolge wollen sie klären, wie eine Koalitionskrise noch verhindert werden kann. Ein Regierungssprecher wollte das nicht bestätigen. Die Welt berichtet unterdessen, die grünen Bundestagsabgeordneten Herrmann und Hustedt bereiteten einen Entschließungsantrag gegen das Atomgeschäft vor. Die Spitzenbegegnung am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hatte keinen Sieger. Werder Bremen und Bayern München trennten sich unentschieden. Die Herren der Seitenlinie, die Schiedsrichterassistenten also, sie hatten einen harten Tag, wurden schwer gefordert, immer wieder von Ailton, dem Bremer Torjäger, der immer wieder ins Abseits lief. Beim SV Werder lief in der ersten Halbzeit nicht allzu viel zusammen. Der FC Bayern von links nach rechts störte früh. Nix da mit dem gepflegten Bremer Kurzpassspiel. Der Tabellenvierte aus München agierte äußerst clever gegen den Zweiten aus Bremen. Zur Halbzeit 0:0 unentschieden und entschieden grantig der Bremer Trainer Thomas Schaaf. Konfusion in der 58. Minute, Elfmeter gegen die Bayern. Sarrazu zerrte wenig fein am Kopf der Nummer 17 Ivan Klasnic. Duell im Strafraum. Kahn gegen Ailton und der Brasilianer erzielte seinen 14. Saisontreffer. Das 1:0 der Bremer, dem 20 Minuten später der Ausgleich folgte. Claudio Pizarro hatte wenig Mühe, diesen Ball zu verarbeiten, hatte aber auch Glück. Denn Pizarro stand eindeutig im Abseits, die Fahne blieb unten, es blieb beim 1:1. Ein gerechtes Ergebnis, Torschützen, zwei gute Freunde, Ailton und Claudio Pizarro. Im Dortmunder Westfalenstadion feierte Andreas Thom seine Premiere als Interimstrainer von Hertha BSC. 77.000 Zuschauer sahen in der ersten Hälfte aber eine Gästemannschaft, die im Spiel 1 nach Hübstevens sichtlich nervös war. Friedrich mit einem Blackout, den aber Dortmunds Gambino nicht ausnutzen konnte. Andreas Thom mit der Nullnummer zur Halbzeit sicher zufriedener als sein Gegenüber Matthias Sammer. Doch die Laune des BVB-Trainers änderte sich in der 69. Minute. Der eingewechselte Leandro zog aus 30 Metern einfach mal ab. Beim 1:0 für den BVB sah Kiraj im Tor der Berliner aber ziemlich alt aus. Doch Hertha gab nicht auf und kam in der 79. Minute noch zum Ausgleich. Mattlung sorgte mit seinem Treffer zum 1:1 Endstand für Zufriedenheit bei Andreas Thom, Herthas Übergangslösung auf der Trainerbank. Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Kaiserslautern 4:1, Frankfurt-Hannover 2:2, Freiburg-Bochum 4:2, Stuttgart-Hamburg 0:0, 1860 München-Rostock 1:4 und morgen spielen Köln-Leverkusen und Schalke gegen Mönchengladbach.
Der VfB Stuttgart bleibt damit ungeschlagen Tabellenführer. Bayer Leverkusen könnte morgen bei einem Sieg in Köln an Bremen vorbeiziehen. Aber auch die Kölner brauchen dringend 3 Punkte, um im Abstiegskampf nicht den Anschluss zu verlieren. Wieder stark gefährdet ist Kaiserslautern, während Rostock erneut Boden gut machte. Ortstermin für den Nikolaus am Abend in Bamberg. Begleitet von 65 Fackelschwimmern bahnte er sich seinen Weg durch den Main-Donau-Kanal. Damit sich die schwimmenden Fackelträger nicht verkühlten, hatten sie Neoprenanzüge an. Die leuchtende Kanaldurchquerung hat Tradition. Seit 1974 findet das Nikolausschwimmen alle Jahre wieder statt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 7. Dezember.